Guten Abend in die Runde. Begrüßen darf ich heute die Ursel Beck, quasi Nachbarin aus dem Wahlkreis Stuttgart 4 und den Ulrich Spangenberger, mittlerweile Esslinger, aber mit in der Vonovia Mieterinneninitiative. Und damit ist eigentlich auch schon so ein großer Themenbereich angesprochen, nämlich Enteignung ist die halbe Miete. Herzlich willkommen zum heutigen Abend. Es gibt viele Menschen, die ich schätze auf Parteitagen, aber es gibt wenige, die ich auch im Nachhinein an der Stimme erkennen würde. Du bist eine davon, weil ich dich dort sehr engagiert und vehement erlebe und man merkt, dass es total deine Sache ist, mit Anträgen im Prinzip dann auch die Welt zu verändern und zu verbessern, ein ganzes Stück besser zu machen. Und das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung zum heutigen Abend. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Wie kamst du zur Initiative? Selber Vonovia geschädigt oder? Nein, also das kam so, dass ich vom Ortsverband Cannstatt, da war eine Veranstaltung im Halsschlag, das ist ein Stadtteil, der gentrifiziert wird, da war eine Stadtteilversammlung. Und da haben die den Leuten das Blaue vom Himmel runter erzählt, also da waren die ganzen Größen von der Stadt da und haben den Leuten erzählt, was sie Tolles machen wollen aus dem Stadtteil, haben aber nie darüber gesprochen, was das für die Mieter bedeutet und dass das eben damit zusammenhängt dann, dass Häuser abgerissen werden sollen, die noch erhaltenswert sind und dann teuer neu gebaut werden soll. Und dann habe ich einen Beitrag gemacht und habe das quasi so auseinandergenommen und habe gesagt, dass ich davon nicht ausgehe, dass das stimmt, was sie hier erzählen, sondern dass es bedeuten wird, dass die Mieten steigen und die Leute hier vertrieben werden und aus der Stadt hinausgebaut werden. Und es gab dann riesen Applaus und danach kam jemand auf uns zu und hat gemeint, ja, das wäre super, dass das mal jemand ausspricht, was hier eigentlich los ist und so. Und die Mieter bräuchten hier Unterstützung. Und dann haben wir als Linke erstmal angefangen, die Mieter zu unterstützen. Die waren am Anfang ziemlich pessimistisch, dass man da überhaupt was erreichen kann. So die Einstellung, ja, die machen ja eh immer, was sie wollen. Und dann haben wir argumentiert, dass die Leute nicht machtlos sind, sondern dass man sich organisieren muss. Und haben dann den Vorschlag gemacht, eine Mieterversammlung zu organisieren. Und da sind dann gleich, das war 2009, 70 Leute gekommen, die dann auch ziemlich wütend waren über die ganzen Zustände, vor allem auch über die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die da eigentlich ganz viele Häuser hat. Und dann ist die Mieterinitiative entstanden und einer der führenden Köpfe ist dann leider relativ bald gestorben. Und dann war die Frage, ob das Ganze zusammenbricht oder ob es eben weitergeht. Und dann bin ich notgedrungen da in die Lücke da eingesprungen und hab dann halt an führender Stelle die Mieterinitiative weiter mit aufgebaut. Und dadurch, dass es dann die Mieterinitiative gab, sind dann andere Mieter dann auch auf uns aufmerksam geworden. Das war dann 2012, als die Eisenbahnerwohnungen verkauft wurden. Die waren damals schon bei der LBBW, sollten dann auf den freien Wohnungsmarkt. Und dann haben die Kontakt mit uns aufgenommen. Dann hatten wir da auch eine Mieterversammlung gemacht. Da waren über 100 Leute da. Und daraus ist dann die Vonovia-Mieterinitiative entstanden. Und dann später haben sie die sich vernetzt. Und dann sind die Mieterinitiativen Stuttgart entstanden und inzwischen Region, weil dann auch eben Ostfildern und Esslingen dann dazu kamen. Also das hat dann so die Kreise gezogen. Und ich glaube schon, dass immer mehr Mieter verstanden haben, dass sie sich organisieren müssen und dass man sich gemeinsam wehren muss. Und und wir haben auch schon sehr viele Erfolge erzielt. Und es ist auch so, dass die Linke in diesen Mieterinitiativen, also nicht nur ich, sondern auch andere da eine führende Rolle spielen und wir auch anerkannt sind als die treibende Kraft in den Mieterinitiativen. Mhm. Genau. Eine halbe Milliarde Euro hat Patricia damals gemacht, nachdem sie quasi diese ehemaligen Eisenbahnerinnenwohnungen an Vonovia verkauft hat. So, das war damals wohl unter Grün-Rot gar nicht anders zu machen, behauptet zumindest unser Ministerpräsident, wenn man ihn fragt. Aber es ist natürlich, glaube ich, schon so ein bisschen, wie wenn man jetzt den Klimawandel leugnen würde und zum Fenster rausheizt. Also sprich, etwas, das sich noch viel schlimmer verstärkt hat, weil halt ganz viele Wohnungen dadurch plötzlich an einen Miethai gegangen sind. Kann man das so sagen? Ja, also die haben immer behauptet, dass die EU das vorgegeben hätte, dass die LBBW
da war mal damals ja davor diese Finanzkrise, dass die LBBW diese Wohnungen verkaufen müsste. Aber das stimmt nicht. Also das ist inzwischen auch, da haben wir auch Dokumente, die mussten irgendwie Kapital beschaffen. Aber die, interessanterweise haben sie ja ihren Geschäftswohnungsbestand behalten. Nur die Mietwohnungen wurden verkauft, also die, genau, die Mietwohnungen. Und meiner Meinung nach war das im Zusammenhang mit dieser ganzen Politik damals, dass man eigentlich dem Immobilienmarkt letzten Endes füttern wollte mit öffentlichen Wohnungen. Und das war noch die Zeit, wo auch noch der Bund Wohnungen privatisiert hat und ja, Kommunen. Das war total, also gängige Praxis der neoliberalen Politik, dass man Wohnungen verkauft hat einfach und damit dann die Immobilienspekulanten, denen die Wohnungen zum Fraß vorgeworfen haben. Da stehen wir jetzt und wir haben gesehen, was daraus geworden ist. Ja. In Berlin wird es am Tag der Bundestagswahl einen Bürgerinnenentscheid geben, ob die Deutsche Wohnen oder Vonovia, ich weiß es nicht genau, aber eine von den beiden soll quasi zurückgekauft werden. Teures Geld, ne? Nein, das, also es ist der, dieser Volksentscheid, es ist ein Volksentscheid, der bedeutet, dass alle Wohnungsgesellschaften, die mehr als 3000 Wohnungen haben, dass die enteignet werden sollen und dass diese Wohnungen überführt werden sollen in eine Landesgesellschaft und dass das dann aber demokratisch kontrolliert wird. Die haben so ein Modell, dass eben die Mieter, dann auch die Beschäftigten und die Stadt Berlin irgendwie daran beteiligt sind, dass man das wirklich demokratisch dann verwaltet, diese Wohnungen. Und über den Preis ist bisher noch gar nicht gesprochen worden. Die, soweit ich weiß, sagt die Initiative, dass die eben da nicht jetzt auch nochmal sich dran bereichern sollten, dass die Stadt das teuer zurückkauft, was ja in Berlin zum Teil gerade der Fall ist, leider. Und das Problem ist ja, wenn die teuer abkaufen, dann müssen ja natürlich, das Geld muss ja auch wieder irgendwo herkommen. Und die andere Seite ist die, was machen dann diese Wohnungsgesellschaften mit dem Geld, was sie bekommen? Die kaufen sich nämlich dann woanders wieder Wohnungsbestände und dann geht das Gleiche da weiter. Und deshalb finde ich schon, dass man eigentlich die Enteignung also so gestalten muss, dass die sich nicht nochmal bereichern, sondern dass eigentlich ja, die mehr oder weniger nachweisen müssen, dass sie bedürftig sind. Und solche Aktionäre wie BlackRock, die ja bei Vonovia da einen ziemlich großen Anteil haben, eigentlich brauchen die gar keine Entschädigung, weil das sind die super, super Reichen, die sich da schon davor bereichert haben an der Gesellschaft und dann durch diese Wohnungsspekulation sich nochmal bereichert haben und eigentlich ja, brauchen die keine Entschädigung. Mhm. Auch das hat sich ein Stück weit die letzten 10 Jahre, glaube ich, verändert. Wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, man muss solche Konzerne enteignen, dann wären wir, glaube ich, sofort als Kommunistin verschrien gewesen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, Umfragen, wo 80% der Bevölkerung, also die Normallos und Normalas in Anführungszeichen, sagen, ja, eigentlich ist Enteignung Notwehr. Man kann sich nicht aussuchen, ob man jetzt wohnt oder nicht wohnt. Man muss wohnen irgendwo, möglichst günstig. Die Gesellschaft verlangt ein Stück weit Flexibilität, also der Arbeitsplatz sollte irgendwie in der Nähe von der Wohnung sein. So, man muss wohnen und dementsprechend hat sich da, glaube ich, etwas gewandelt. Ja. Ja, ich denke, wenn ich mal was auf jeden Fall werfen darf, dass Wohnen natürlich ein Grundbedürfnis ist. Und das wird mehr und mehr meiner Meinung nach im Bewusstsein der Bevölkerung auch so aufgenommen. Und wenn man sich überlegt, wie im Grunde genommen, dass diese Eisenbahnerwohnungen, die im Grunde genommen der Anfang war, oder man kann das als Anfang bezeichnen, und diese Eisenbahnerwohnungen letztendlich von der Deutschen Bundesbahn so eine Sozialzugabe gewesen ist für die Mieter, so eine Sozialleistung für die Mieter, und zunächst mal die Übernahme auch daran gescheitert ist, weil bestimmte Interessenten das nicht so deutlich definieren wollten, dass sie das auch weiterführen wollen. Und heute durch den Zukauf von anderen Immobilienunternehmen diese Sozialleistung natürlich total verbessert ist inzwischen, dann weiß man, wenn man sieht, wenn man sich anguckt, wie sich die, Vonovia ist inzwischen börsennotiertes Unternehmen, wie sich die Dividenden entwickelt haben, beziehungsweise wie sich
der Kurs der Aktie entwickelt hat. Vonovia ist 2013 an die Börse gegangen. Der Kurs lag damals bei 13,65, das war der Einstandskurs. Heute liegt der Kurs der Dividende bei wo? Knapp 55 Euro. Und zwar ist es seit 2013 kontinuierlich linear angestiegen. Das heißt, es sind natürlich, da werden natürlich Interessenten angezogen. BlackRock wurde schon genannt von dir, Ursel. Und die Dividende war anfangs bei 70 Cent 2013, jetzt liegt sie über 3 Euro. Vonovia macht natürlich auch ziemliche Profite an den Mieten. Jeder Quadratmeter bringt, oder jeder Euro bringt, nicht Quadratmeter, jeder Euro bringt an Rendite für Vonovia wie viel? 37 Cent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 37 Cent in der heutigen Zeit, wo du bei der Bank unter Umständen Minuszinsen bezahlen musst, wenn du dein Geld irgendwie unterbringen willst. Und so ein Unternehmen macht solche Rendite. Und da ist es für mich ganz klar, dass viele in der Bevölkerung sagen, ja verdammt nochmal, das ist unanständig. Das müssen wir ändern. Und wenn es nicht anders geht, wenn der Staat da nicht richtig eingreift, dann muss die Bevölkerung, dann fordert die Bevölkerung eben Enteignung. Ob das geschickt ist, mit dem Wort Enteignung zu argumentieren, weiß ich nicht. Ursprünglich waren das ja, Immobilien waren das ja Eigentum von Staat oder von Kommunen und so weiter. Man könnte auch sagen Rückführung. Das würde vielleicht noch ein bisschen günstiger, wäre vielleicht noch ein bisschen akzeptabler für einen Großteil der Bevölkerung. Ich sage immer Vergesellschaftung. Oder Vergesellschaftung, denn ja, warum nicht? 2008 Bankenkrise und ja, ja auch jetzt wieder, zum Beispiel Lufthansa, die Gewinne kriegen immer wenige und wenn es dann plötzlich mal nicht funktioniert, dann werden quasi die Defizite vergesellschaftet. Und wir zahlen dann den doppelten Preis für die Lufthansa, ohne deswegen auf Mitbestimmung Rücksicht zu nehmen, auf Kündigungsschutz Rücksicht zu nehmen oder sonst irgendwas. Das ist ganz normal, auch 2008, als es den Banken nicht gut ging, wegen der Immobilienblase andernorts, war es natürlich total klar, dass der Staat, sprich wir als Steuerzahlenden, einspringen müssen für ihre Eskapaden, ganz genau. Und das Casino war ja eigentlich nie zu. Ja, so ist es. Geht richtig weiter. Ja, genau. Und ich finde halt, das Problem ist jetzt, und deshalb ist da auch kein Ende in Sicht, jetzt gibt es ja Minuszinsen bei den Banken. Der geht ja jeden Tag durch die Presse. Das heißt, wer sein Geld irgendwie auf der Bank anlegt, der kriegt ja gar nichts. Und das gilt natürlich auch für die Größeren und Aktienmarkt ist auch begrenzt. Und das heißt, die ganzen Reichen, die so viel Geld haben, also die müssen das irgendwo anlegen. Und da steigt dieser Druck immer mehr, dass das eben in Immobilien geht, solange eben zu wenig Wohnungen da sind. Und das betrifft dann halt vor allem die Städte. Und wie der Ulrich gesagt hat, ich meine, das ist ja ein Unding, ja. 37 Cent von jedem Euro, was die Mieter an Miete bezahlen, geht direkt als Dividende an die Aktionäre. Und das heißt, es ist eine gigantische Umverteilung von unten nach oben nochmal über die Mieten. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass den Leuten die Einkommen wegbrechen. Kurzarbeit, Jobverlust und so. Und die Mieten steigen weiter. Und die müssen noch nicht mal irgendeinen Cent investieren in die Wohnungen. Also das ist im Grunde genommen, also das sind richtige Gelddruckmaschinen, diese Wohnungsbesitzer und oder der Wohnungsbesitz. Und die diese Mietspiegel, die es gibt, die repräsentieren ja immer nur diesen Anstieg von diesen Mieten. Und dadurch ist es immer eine Spirale, die immer weiter nach oben geht. Und das muss man irgendwo kappen. Und da finde ich schon auch dieser Begriff Enteignung. Ich glaube inzwischen übrigens, dass gerade durch diesen Begriff so eine, weil die Leute sind schon auch inzwischen wütend über diese Verhältnisse, also als diese Privatisierung, also nachdem das durch war in Stuttgart, da gab es ja ganz viele Eisenbahnersiedlungen und das ganze Nordbahnhofviertel, also da, wo die letzten Endes in der Nähe von Güterbahnhöfen oder Bahnhöfen waren, immer große
Siedlungen von Eisenbahnerwohnungen. Das war auch geschickt, die haben dann nicht weit zur Arbeit gehabt und ja, und die wurden dann alle verkauft. Und dann die Leute, die jetzt damals gearbeitet haben, das sind viele in Rente, das heißt, die haben aber noch weniger Rente, wie sie früher verdient haben und die sollen jetzt viel, viel mehr Miete bezahlen. Und da ist wirklich auch eine Wut da inzwischen bei den Leuten und die sehen es auch nicht ein und die merken auch den Unterschied zwischen früher und heute. Also früher, da war auch, was die dann immer erzählen, da waren Hausmeister da, es wurde dann nach allen paar Jahren wurden dann die Zimmer renoviert und so, also ohne, dass die da groß Druck machen mussten. Inzwischen sind diese ganzen Immobilienfirmen, das sind richtige Servicewüsten für die Mieter, da passiert auch nichts mehr. Die Leute fragen sich immer, wofür kassieren die überhaupt Miete, weil die ganzen Kosten, die werden ja nochmal über die Betriebskosten abgerechnet. Also das ist ja nur, diese Kaltmiete ist letzten Endes ja der Zins für das eingesetzte Kapital. Das ist der helle Wahnsinn. Bei 37% Rendite kann da ja auch nicht mehr viel übrig sein. Und wenn sie investieren, gerechnet auf 10 Jahre, 11%, haben wir nochmal 10% Dividende. Dafür, dass du dich dann über einen neuen Briefkasten freuen darfst, den du nie haben wolltest. Genau. Oder eine Videotürsprechanlage. Ja, ja, so Zeug wird dann passiert. Wird dann gemacht, klar. Und da geht es auch nur um die Mieterhöhung und nicht darum, den Wohnwert zu verbessern. Das stimmt, ja, genau. Ja. So, dann auch in Esslingen, um dieser Wohnungskrise in Anführungszeichen Herrin zu werden, baut man natürlich und man muss noch mehr bauen und man muss noch mehr und viel mehr bauen. Kritische Stimmen sagen, du kannst keine günstigen Wohnungen bauen. Du kannst gucken, dass du die Substanz erhältst, dass du sanierst und günstiger Wohnraum dort entsteht, wo er halt vielleicht nicht mehr unbedingt ständig durchrenoviert worden ist. Aber auf neue Flächen, die zu erschließen, was Neues zu bauen und sich einzubilden, das funktioniert günstig ohne Subventionen, ist vielleicht ein bisschen hanebüchen. Das Bauen auf der grünen Wiese oder wie? Ja. Also ich finde auch, dass es da eigentlich keine Notwendigkeit dafür gibt erstmal, weil, also ich denke, das ist in Esslingen genauso wie in Stuttgart, wenn man sich Stuttgart anguckt, da gibt es so viele Baulücken, dann es gibt so viele versiegelte Flächen, riesige Parkplätze vor Supermärkten, dann die ganzen Supermärkte, die durften alle einstöckig bauen. Warum hat man da nicht gesagt, wir genehmigen das nur dann, wenn ihr noch 2 Stockwohnungen drüber baut? Wir haben jetzt im Halsschlag, das ist dieser Stadtteil, der gentrifiziert wird, da reißen sie wirklich eigentlich stadtbildprägende Gebäude ab. Da wurde sogar noch Travertin verbaut, also eigentlich ein ziemlich wertvoller Stein, der in Cannstatt abgebaut wurde. Denkmalschutz ist aufgehoben, wird alles platt gemacht, auch viele Bäume, das ist eigentlich ökologisch auch nicht mehr tragbar in jetzigen Zeiten, dass man klimarelevante Bäume dann abholzt in dem Zusammenhang. Und dann baut man, ich glaube, jetzt sind es 100 Wohnungen, nachher will man 300 bauen. Aber das wird total dicht. Gleichzeitig hat man, und dann sagen sie, ja, wir haben keine Flächen und so. Gleichzeitig hat aber ein paar, also 500 Meter weiter weg, hat Daimler einen riesen Parkplatz. Wirklich, der ist 1 Hektar groß ungefähr, da stehen nur Autos drauf, da könnte man, und der Parkplatz gehört, die Fläche gehört der Stadt, und daneben ist eine Berufsschule, da ist auch ein riesiger Parkplatz, man könnte genauso gut sagen, ey Leute, die Zeit von solchen Parkplätzen, die ist eigentlich vorbei, das können wir uns nicht mehr leisten. Und dann entweder zu deinem noch sagen, entweder wir kündigen euch diesen Platz, oder aber ihr erlaubt, dass wir da jetzt quasi drüber bauen oder so. Genauso ist es natürlich die ganze Sache mit Verkehr, also die Sachen hängen ja zusammen. Wenn man mehr auf öffentlichen Verkehr setzen würde und den Autoverkehr reduzieren, dann könnte man viele Flächen, die heute für die Autos da sind, auch bebauen in den Städten. Es gibt auch viele Baulücken, die sind halt privat und da will man nicht dran, das überlässt man denen. Und so sagt man dann, ja, wir haben nur die Alternative, entweder nachverdichten und dann natürlich in den Stadtteilen, wo die ärmere Bevölkerung wohnt, das trifft ja nicht in Killesberg zu, wo du zwischen nur solche tollen Villen hast oder Einfamilienhäuser mit was weiß ich wie viel Garten oder Wiese drumherum, die lässt man alle in Ruhe, aber man geht in die Stadtteile, wo die ärmere Bevölkerung lebt und verdichtet da, baut teuer neu, die alten Mieter werden verdrängt, weil die Mieten sind jetzt bei 7,50 Euro bis 8 Euro vielleicht. Nachher sind es 11 Euro Kaltmiete. Also
Und das können sich die Leute nicht mehr leisten. Also das ist eine totale Verdrängung, die da stattfindet. Und das ist bestimmt bei euch genauso. Ja, wir haben noch einen Aspekt, den wir gar nicht vergessen sollten. Das sind die leerstehenden Wohnungen. Und das? Ja. Genau. Da kannst du vielleicht noch was von Stuttgart ein bisschen dazu sagen. Das weiß ich nicht so genau jetzt. Oder du von Esslingen. Auf jeden Fall. Also ich sage immer, in Esslingen musst du jemanden kennen, der jemanden kennt, der gerade drüber nachdenkt, dass er vielleicht umziehen könnte. Dann hast du das Glück, dass du sagst, okay, deine Wohnung wird frei, ich nehme sie. Ansonsten gibt es hier Menschen, die suchen jahrelang eine Wohnung. Trotzdem hat Esslingen keine Mietpreisbremse, weil wir haben keine Wohnungsnot. Es gibt genug Wohnungen und das ist kein Widerspruch, sondern da sind wir dann bei den Leerständen, weil einfach total viel leer steht. Ja. Weil die Mieterschutzgesetze viel zu schlimm sind oder angeblich, weil man dann ja nicht so gut verkaufen kann, genau, wie man gerne hätte, oder weil es eine Erbengemeinschaft ist, die es lieber leer steht, bevor die anderen irgendwas bekommen. Man weiß es nicht. Oder unten ist eine Bank drin, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt will, dass da im zweiten, dritten Stock jemand so wohnt. Ja. Aber das wird in Stuttgart nicht anders sein als in Esslingen. Ja, ja, und da ist ja, also das ist da auch so, aber dieser Leerstand wird ja auch, zumindest in Stuttgart, wird nicht wirklich verfolgt. Da gibt es gerade mal 2 Stellen bei der Stadt, die kommen da überhaupt nicht hinterher. Jetzt haben sie, glaube ich, weil da gibt es ja eine Neuregelung, dass diese, wie heißen diese Ferienwohnung da über, wie heißt das, das Portal da. Airbnb. Ja, genau, dass die jetzt die Wohnungen melden müssen, weil das ist ja auch Zweckentfremdung. Aber der Hammer ist ja auch der, dass das Land dieses Gesetz mit der Zweckentfremdung so gemacht hat, dass die Kommunen nur erlaubt wird, diesen Leerstand, der ab dem Zeitpunkt entsteht, wo sie die Zweckentfremdungsverordnung abgeschlossen haben, nur verfolgen dürfen und nicht den alten Leerstand. Mhm. Und es gibt natürlich in Stuttgart tausende von Wohnungen, muss man wirklich sagen, die schon, was weiß ich, 10, 20 Jahre leer stehen, die werden da gar nicht erfasst. Das sagt die Stadt, da können wir nichts machen, das ist Bestandsschutz oder das fällt nicht unter das Zweckentfremdungsverbot. Und ja, und das geht eigentlich gar nicht in einer Zeit, wo so dringend Wohnungen gesucht werden und wo wir in Stuttgart die Situation haben, wo Wohnungslose von der Stadt in sogenannten Sozialhotels untergebracht werden und die Stadt jedes Jahr zwischen 5 und 7 Millionen bezahlt, um die Leute da unterzubringen. Und die haben aber auch dann nur ein Zimmer, eine Familie, teilen sich mit anderen Gemeinschaftsküchen und auch die sanitären Anlagen. Also die haben das dann nicht selber. Und ja, und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das eigentlich auch ein Unding. Ja, da wird überhaupt nicht drüber geredet, dass man, das ist ja auch Infektionsherd, der da entsteht. Und da, und jetzt stehen ja auch die ganzen Hotels leer. Ich meine, warum nutzt man die nicht, um die Leute da unterzubringen, auch die Obdachlosen, die jetzt bei dieser Saukälte draußen sind. Manche wollen vielleicht tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Minderheit. Aber die meisten würden natürlich das auch vorziehen, dann irgendwo ja, ordentlich untergebracht zu sein. Und da finde ich schon, dass die Städte da die Hotels jetzt belegen müssten, notfalls auch beschlagnahmen, um die Leute unterzubringen, damit sie vor Kälte geschützt sind. Und auch vor Infektionen. Auf jeden Fall. Da sind wir uns sicherlich einig. Es gibt das Karlsruher Modell, das haben wir in Esslingen auch ein bisschen, das quasi die Stadt vermittelt zwischen Menschen, die Wohnungen haben und Menschen, die Wohnungen suchen oder die auch in der Notfallkartei sind. Und die Stadt im Zweifelsfall dann auch guckt, dass das mit der Miete seinen Gang geht oder dass man anschließend renoviert. Karlsruhe ist da vorangegangen und macht, glaube ich, richtig gute Erfahrungen, weil die natürlich auch das Problem haben, dass sie Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, eigentlich mit Wohnraum versorgen müssen. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch ganz viele, die denken, wenn wir zu lieb sind zu dieser Bevölkerungsgruppe, dann kommen ja immer noch mehr und wo wollen sie denn hin? Das wird ja ganz schwierig, deswegen lieber Kälteschutz nur 3 Tage und dann gucken wir, dass die weitergeschickt werden oder, oder. Ja, das ist menschenverachtend. Ja. Aber ich glaube, es geht auch um die Investoren. Also ich, in Stuttgart ist das ziemlich offensichtlich. Auch nochmal gerade wegen der Bauerei. Also was ja ein Unding ist, ist, dass die Städte immer noch ihre eigenen Grundstücke verkaufen an Investoren, anstatt das selber zu bauen. Weil dann wird immer argumentiert, ja, man kann ja heute gar nicht mehr billig bauen. Aber wenn die Stadt ihre eigenen Grundstücke bebaut und quasi diesen Grundstücks,
Wert oder Preis da nicht einfließen lässt in die Miete, was ja eigentlich auch nicht nötig ist, weil wenn das immer der Stadt gehört hat, hat es ja nie was gekostet. Also, aber man ist halt schon so in dem Denken drin, dass man dann sagt, ja, das Grundstück ist so viel wert, also muss ich das so und so verzinsen. Profit oder? Machen, ne? Ja, genau, so läuft es doch. Und da könnte die Stadt natürlich ja auch billiger bauen. Es gibt ja da das Modell in Salzburg vor einigen Jahren, die haben da ja auch super tolle Wohnungen gebaut, anscheinend für 4,71 Euro. Hm. Und das trägt sich auch. Also, und jetzt ist es so, dass die Städte zum Beispiel, ja, das kam diese Woche in der Zeitung, die L-Bank bietet ja jetzt Kommunalkredite an für Minuszinsen. Also wenn die Städte Geld aufnehmen, dann müssen sie nachher weniger zurückbezahlen. Das hängt mit diesem Zinsverfall zusammen. Ja. Und das sind Ausrede. Ich finde, dass die Städte schon, oder das ist halt kapitalistische, ja, Kapitalismus, das folgt vollkommen in dieser Logik, dass diese Städte auch letzten Endes die Profitinteressen von den privaten Investoren bedienen. Und das sieht man auf allen Ebenen. Und deshalb greifen die da gar nicht ein und wollen es nicht. Da muss man richtig Druck aufbauen, damit da was passiert. Und da finde ich halt, ist es auch die Aufgabe der Linken und der Mieterinitiativen, der Mieterbewegung. Und in Berlin hat man ja schon gesehen, was da möglich ist, weil die sind super gut organisiert, die Mieter. Und auch dieser Mietendeckel, den es jetzt gibt in Berlin, der wäre ohne diese Mietenbewegung, hätte es den gar nicht gegeben. Also das hängt nicht in erster Linie damit zusammen, dass die Linke in der Regierung ist, sondern das hängt damit zusammen, dass der Druck von unten so groß ist und dass letzten Endes dieser Mietendeckel, der Versuch war, dieser Enteignungskampagne so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und jetzt, ja, ich glaube aber trotzdem, dass das Volksbegehren erfolgreich sein wird, dass die da die Unterschriften zusammenkriegen. Und dass die Linke da mit gerade in der Regierung ist und man sich kennt und von gemeinsamen Kämpfen, schadet der Sache ja auch nicht. Nein, aber was natürlich schon, was man schon sieht, ist, man muss sich ja fragen, warum ist das Volksbegehren überhaupt nötig? Weil es hätte ja auch so sein können, dass der Senat dieses Anliegen direkt übernimmt und dann das umsetzt, die Enteignung. Aber das ist ja auch nicht passiert. Und man muss auch sagen, dass die Lompscher, die da ja erst da die Senatorin war für Wohnen, der Mietendeckel, den sie erst vorgeschlagen hat, der war ja viel schärfer und dass dann die Immobilienlobby da dann sofort auf die Barrikaden ist und sie dann auch sofort einen Rückzieher gemacht hat. Und also ich finde, entscheidend ist in Berlin schon, dass diese, ja, dass es so eine starke Mietenbewegung gibt und ich finde es total wichtig, dass die Linke da die voll unterstützt und halt auch da den Druck mit weiter aufbaut. Ja. Also ich möchte das eigentlich nur unterstreichen, was du eben gesagt hast, Ursel. Also es ist sehr wichtig, dass die Mieter einen Zusammenschluss finden, dass die sich untereinander austauschen, untereinander aussprechen. Ich habe das erlebt in Ostfildern, wie ich in Ostfildern noch gewohnt habe. Und da habe ich dich ja auch kennengelernt, weil ein paar von meinen Nachbarn gesagt haben, verdammt nochmal, wir sind mit Vonovia unzufrieden. Was können wir machen? Und da kam jemand auf den Gedanken, ach Mensch, da gibt es in Stuttgart eine Mieterinitiative. Dann wurdest du angesprochen und bist nach Ostfildern gekommen. Ich kannte dich vorher auch nicht, habe dich da kennengelernt. Und dann hast du mit uns gesprochen, mit meinen Nachbarn gesprochen. Und über diesen Weg haben wir im Grunde genommen dann erstmal eine eigene kleine Mieterinitiative in Ostfildern gebildet. Das war so angenehm für mich, weil auf einmal war es eine ganz andere Stimmung in dem Haus. Wir wussten alle, Mensch, wir haben die gleichen Probleme. Mhm. Wir haben auf einmal ganz anders im Treppenhaus miteinander gesprochen. Das war ein freundschaftliches Zusammenleben. Vorher, ja, guten Tag und so weiter auch, man hat sich gegrüßt, aber das war auf einmal etwas Neues. Und von dem Moment an ist es zum ersten Mal passiert im Montreuil-Weg, dass die Nachbarn gesagt haben, verdammt nochmal, jetzt machen wir mal ein Sommerfest zusammen. Und das war sowas von toll. Das war eine ganz andere, ich habe es eben schon gesagt, eine ganz andere Atmosphäre ist entstanden. Und natürlich auch hat es bewirkt, dass man sich zusammengetan hat, wenn man gemerkt hat, Mensch,
ich habe da ein Problem, dann bist du zum Nachbarn gegangen, hast mal geguckt, wie sieht denn deine Abrechnung aus? Ja Mensch, das ist das Gleiche, das stimmt doch nicht. Guck mal, voriges Jahr war das anders, was ist denn da los und so weiter. Dann hat man sich zusammengesetzt und dann hat man Briefe geschrieben. Und so ist es heute dort auch noch. Mhm. Und ich finde das sehr gut und es zeigt einfach auch, dass wenn sich Leute zusammentun, das Beispiel war jetzt Mieter, das gilt für andere Bereiche natürlich auch, können sie einiges bewirken. Und das ist in dieser Gesellschaft, in diesem Neoliberalismus verdammt notwendig. Immer und überall. Immer und haben überall. Haben Menschen dadurch überlebt, dass sie zusammengearbeitet haben. Genau, zusammen kämpfen. Ja, zusammen gekämpft haben. Ja. Ich meine, meine Ersatzkandidatin, Dr. Jutta Zwaschka, Stadträtin in Ostfildern, war vor 2 Jahren dann auch schon mit den Erzieherinnen und vor allem den unzufriedenen Eltern im Gespräch, um zu gucken, wie kann man das vernünftig hinbekommen, dass Kinder vernünftig betreut und erzogen werden und dass es nicht ständig ausfällt. Mit Stuttgart 21 haben wir, glaube ich, alle Erfahrungen gemacht und so manchen Montag oder auch nächtelang irgendwelche Gebäudeteile verteidigt oder zumindest sind dabei gestanden, wenn da Bäume gefällt wurden. Mieterinitiative, die Wilhelm-Raabe-Straße in Stuttgart, ist jetzt, glaube ich, vor kurzem wieder vor Gericht gewesen. Ja. Willst du dazu noch was sagen? Weil ich glaube, Wilhelm-Raabe-Straße 4 sagt nicht allen an den Bildgeräten etwas. Ja, das ist ein Haus, was schon lange leer stand. Ich weiß jetzt leider nicht seit wann. Das wurde auch gekauft von so einer Immobilien-Eigentümerin, die schon andere Immobilien hat und dann auch ihr Geld irgendwie anlegen muss. Die lebt sogar in London. Und dann hat sie, also weit weg, kümmert sich auch nicht um, hat sich nicht darum gekümmert und hat dann das Haus so mehr oder weniger nacheinander entmietet und dann gab es eine Besetzung im Mai 2000, wann war das, 18 oder 19? Ich glaube 18 war das, genau. Schon so lange her, genau. Das haben wir auch unterstützt, auch die Linke und unsere Stadträte wurden ja auch deswegen mit Hausfriedensbruch belangt und haben einen Strafbefehl gekriegt und da haben wir auch eine Kampagne gemacht, um das gemeinsam zu finanzieren. Und dieses Haus, da die Besetzer, die haben jetzt so einen Schadensersatzprozess gehabt und denen wurden 11.000 Euro aufgebrummt für die Räumung und alles Mögliche. Das wurde inzwischen auch mit Spenden finanziert, aber der Hammer ist, dass das Haus immer noch leer steht. Mhm. Also da passiert gar nichts. Und das ist so ein Beispiel dafür. Ich glaube, das sind 4 Wohnungen oder 5 in dem Haus. Und die hat dann immer gesagt, ja, sie will es modernisieren, aber da passiert nichts. Da kommt mal ein Handwerker, aber das ist dann auch so scheinmäßig, passiert da ein bisschen was. Und das ist so ein typische Spekulation. Die denkt wahrscheinlich, jetzt will sie die letzten Mieter auch noch rauskriegen. Mhm. Wenn sie die auch noch raus hat und dann das Haus vielleicht noch ein Jahr leer steht, dann kriegt sie vielleicht das Doppelte von dem, wofür sie es ursprünglich gekauft hat. Oder sie sagt einfach, okay, das ist halt meine Sparkasse. Ich will da keine Scherereien mit irgendwelchen Mieten und so, das habe ich alles nicht nötig, Hauptsache mein Geld ist da angelegt. Und es gibt ja zum Teil dann auch noch so Modelle, dass wenn die da Verluste haben und so, dann müssen sie auch noch weniger Steuern bezahlen. Also das rechnet sich dann auch nochmal von der Seite oft. Also gibt es ja ganz komische Sachen. Und die Stadt macht nichts. So läuft's. Hat sich denn das Klientel verändert? Also wenn ich so zurückdenke, aber das kann sehr subjektiv sein, dann waren es in den 80er, 90er Jahren so die Menschen mit bunten Haaren, die irgendwie Häuser besetzt haben, die sich mit der Polizei Straßenschlachten geliefert haben, also Stichwort Hafenstraße. Wie gesagt, kann jetzt ein sehr subjektiver Eindruck gewesen sein. In dem Fall Wilhelm-Raabe-Straße 4 war es aber, glaube ich, eine alleinerziehende Mutter. Ja, das war eine Familie mit Kindern, genau. Also die... Ja, genau. Aber das wurde dann schon sehr schnell halt auch unterstützt. Es gibt so ein Bündnisrecht auf Wohnen in Stuttgart, eine Mieterinitiativen von der Linken auch. Und ich finde halt, dass die Linke, also wir sind ja jetzt auch, das ist eine Veranstaltung der Linken, dass die Linke da schon auch die Rolle spielen muss, diese Kämpfe massiv zu unterstützen und dass auch der Schwerpunkt in Bezug auf Wohnen und Mieten
Also wir werden nicht, wenn, selbst wenn wir im Landtag sind, da werden wir, da kann man zwar auch die, das Land, den Landtag benutzen, um da wirklich das zu skandalisieren, was die da treiben, im Landtag auch in Bezug auf gerade die ganzen Sachen, die wir gerade gesprochen haben, dass nichts gemacht wird wegen Leerstand, dass sie, dass die Städte nicht selber bauen, dass das Land kein Geld gibt für die Städte umzubauen, sondern dieses alte Sozialwohnungsmodell, was eigentlich auch ein Modell ist, eher für die Investoren. Und das kann man alles machen, aber das Wichtigste ist das Außerparlamentarische. Und dass wir auch, finde ich, in diesen Kämpfen klar machen müssen, dass eigentlich in diesem System, was nach dieser Logik funktioniert, dass man halt, dass viele Leute viel Geld haben, was sie irgendwo anlegen wollen, dass da die Wohnungen dann immer Opfer sind von so einer Spekulation und dass man deshalb den Kapitalismus eigentlich generell überwinden muss. Und dass man die großen Wohnungsbestände eben tatsächlich in öffentliches Eigentum überführen muss und dass man die demokratisch verwalten muss und dass die Mieten sich an den Kosten orientieren müssen. Also wenn wir sagen, der Profitanteil ist 37%, das heißt ja nichts anderes, wie wenn jetzt die Vonovia wirklich enteignet wird und in öffentliches Eigentum überführt wird, dass man die Miete um 37% senken kann. Ja, natürlich. Ja. Und das wäre so eine Entlastung für die Mieter. Also, und das ist auch nötig. Also wir sind der Meinung, es gibt ein Recht auf Wohnen, aber es gibt kein Recht auf Profite mit der Miete. Ja. Ja. Wenn du, um dein Beispiel nochmal zu bisschen deutlicher zu machen, wenn du 1.000 Euro Kaltmiete hast und ziehst da 37% runter von, dann sind es noch 630 Euro. Das muss man sich mal überlegen, was das für den Mieter bedeuten wird. Ja? Das ist, mein Gott, das ist fast wie Weihnachten und Ostern an einem Jahr, an einem Tag. Gut. Liebe Jana, Nachnamen lasse ich weg aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber wir haben die erste Frage aus dem Chat, nämlich, wie schafft man es, so eine Mieterinitiative zu gründen? Da scheint jetzt der Funke übergegangen zu sein. Das kann genau. Ja, wie schafft man? Das ist eine gute Frage. Ich kann es einfach nur noch mal im Grunde genommen ein bisschen deutlicher versuchen zu erklären. Wir waren damals einfach unzufrieden, wie das mit Vonovia, mit unserem Vermieter gelaufen ist. Die Leute haben Probleme gehabt, das zu bezahlen. Es war unklar, wie das aussieht mit den Betriebskostenabrechnungen. Die waren durcheinander im Vergleich zum letzten Jahr, Heizkostenabrechnungen genauso. Und das ging einfach über Nachbarschaftsgespräche von Tür zu Tür. Letztendlich ganz einfach. Da war ein Druck auf allen Mietern, der hat auf allen Mietern gelastet. Und dann haben die Leute sich zusammengesetzt und haben überlegt, Mensch, was können wir ja da jetzt eigentlich tun? Und das ist genauso passiert, wie ich es vorhin eigentlich schon gesagt habe. Wir haben überlegt, was können wir machen? Ah ja, da gibt es doch irgendwie was. Ich gucke mal im Internet. Ja, es gibt einen Mieterverein, Mieterbund. Ach nee, kostet Geld und so weiter. Gibt es da nicht? Doch, da gibt es doch eine Mieterinitiative. Da habe ich doch neulich mal was gesehen. Da war doch auch, glaube ich, im Briefkasten irgendwie was. Ja, und dann hat man einfach zum Telefon gegriffen und dann hat man die Ursel Beck dran gehabt am Telefon und die hat dann gesagt, ja, dann machen wir eine Veranstaltung. Letztendlich ist es so einfach. Ja? Aber man muss natürlich die Initiative auch ergreifen. Ja. Von alleine passiert einfach auch nichts. Und nur, ich kann es jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil es wird eine ganz andere Nachbarschaft und man spricht über Dinge, die man sonst sich nicht getraut hat, darüber zu reden. Das ist einfach viel angenehmer. Das ist ja, meine Erfahrung. Es ist auch so, dass, also wir erleben das immer wieder, dass Leute, also gerade Mieter, die Probleme haben, die Miete überhaupt zu bezahlen, die denken dann immer, das ist ihr individuelles Problem. Mhm. Und natürlich hat der Nachbar genau das gleiche Problem. Und also wie der Ulrich gesagt hat, jemand muss die Initiative ergreifen und die alle können sich an uns wenden. Es gibt inzwischen auch eine sehr gute Broschüre aus Berlin, wie gründe ich eine Mieterinitiative. Die haben wir auch, die können wir auch verschicken oder vielleicht ist sie auch online. Und das Erste wäre dann einfach, wenn da muss nur einer in so einer Siedlung sein,
und sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Mieteversammlung. Es muss eigentlich einen konkreten Anlass auch geben meistens, weil sonst kommen die Leute nicht. Entweder gibt es eine Mieterhöhung, wo man dann gucken muss, ist die überhaupt rechtens, wie kann man sich dagegen wehren. Und da gibt es ja inzwischen schon auch sehr mutige Mieter. Also es gibt ja auch eine Diskussion inzwischen über Mietstreik. Wenn sich ein Block einig ist, egal was im Mietspiegel steht, kann man auch sagen, wir bezahlen es nicht. Und dann muss man, also ich glaube nicht, dass ein Vermieter dann in der Lage wäre, einen ganzen Block zu räumen, also mit einer Zwangsräumung. Aber da muss man sehr gut organisiert sein. Aber das Erste wäre halt dann eine Mieterversammlung zu machen. Das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten schwierig, aber da kann man auch vielleicht Zoom oder was wir neulich auch gemacht haben, das war noch im Dezember, genau, einfach im Freien. Also im Freien kann man sich ja treffen. Und das muss jetzt nicht alles über mich laufen, also der Ulrich hat jetzt auch Erfahrung, wie man sowas macht. Also wenn Leute sich dann an uns wenden, dann helfen wir auch. Wir helfen dann auch, so eine Einladung zu machen für eine Mieterversammlung. Die Leute müssen dann nur gucken, wo kann man sich treffen, gibt es einen Raum oder macht man es im Freien oder macht man es mit Zoom oder so. Und dann würde der Ulrich oder jemand anders oder ich oder wer auch immer, wir haben ja also viele Leute inzwischen, die da Erfahrung haben, die würden dann den Leuten helfen, sowas aufzubauen. Und dann auch konkrete Tipps geben. Und was Ulrich hat gerade den Mieterverein angesprochen, also das ist schon ein grundsätzlicher Unterschied. Der Mieterverein, der macht ja nur so individuelle Beratung und jeder Fall wird für sich behandelt. Die organisieren die Mieter auch nicht und wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen eigentlich, dass die Mieter eher sich selber helfen und wir machen auch keine Stellvertreterpolitik so in dem Sinn, dass wir sagen, ja gebt euch mal, wir klären das oder so, sondern wir begleiten und unterstützen die Mieter, aber wir wollen, dass die sich selber organisieren und das ist was anderes. Und daraus erwächst eigentlich auch diese kollektive Stärke dann, weil wenn jeder nur individuell zu irgendeinem Anwalt rennt, da vernetzt sich ja nichts. Ja. Also da wird ja kein Druck aufgebaut. Und das ist ja dann auch so, wenn einer Recht kriegt, das passiert dann ja auch mal, dass das, also vor Gericht, dann kriegen die anderen das aber nicht, die dann vielleicht genau das gleiche Problem haben. Und wenn man als Mieterinitiative organisiert ist und dann einer kriegt mal was durch, wir machen das ja sofort publik und sagen, hier, da gibt es ein Gerichtsurteil und wir veröffentlichen auch die Gerichtsurteile auf unserer Website und da sieht dann jeder, aha, so ist es. Also das ist ja gar nicht rechtens, wie jetzt wieder, wenn die da so eine alte Heizung da rausreißen und neu einbauen, dann ist das ja gar keine Modernisierung und die haben ja vor Gericht, haben sie das gar nicht durchgekriegt und so. Und dann kann jeder sagen, okay, dann sehe ich auch nicht ein, dass ich das bezahle. Also so, und das geht dann nur über Vernetzung. Also eine Mitgliedschaft beim Mieterbund ist sicherlich nicht verkehrt. Als lohnabhängig Beschäftigte ist man bei einer Gewerkschaft organisiert, hat den Vorteil, die erste Mietberatung beim Mieterbund ist kostenlos. Aber ich würde, glaube ich, auch ganz klassisch einen Zettel schreiben, wer hat Lust, sich über Miete zu unterhalten, sich zu vernetzen, zu überlegen, was können wir gemeinsam tun, würde das auf den Kopierer legen, 50 Mal kopieren und in die Briefkästen reinwerfen mit einem Datum, mit vielleicht einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse und gucken, wie viele dann vielleicht reagieren. Die örtliche Linke ist bestimmt immer eine gute Ansprechpartnerin, wenn es auch um Sachen Mobilizing, Organizing, vielleicht auch Räumlichkeiten oder ideelle Unterstützung geht. Rückfragen kann man sich, glaube ich, gerne an uns wenden. Wir als DGB-Kreisverband Esslingen-Göppingen haben auch, wechsle ich quasi kurz den Hut, ein Bündnis Wohnen, ja, wo ganz viele an einem Tisch sitzen, weil angelehnt an das heutige Thema Enteignung ist die halbe Miete, gab es mal eine DGB-Kampagne, von wegen günstig wohnen ist die halbe Miete oder bezahlbar ist die halbe Miete. So letztendlich liegt dieses Thema auf dem Tisch und ich gebe dir recht, ganz viele Menschen sind vor allem jetzt mit Kurzarbeit drauf und dran zu überlegen, wie kann ich das denn überhaupt tun? Günstig wohnen, meine Miete trotzdem bezahlen müssen, obwohl weniger reinkommt, sind eigentlich existenzielle Ängste. Ja. Auch wenn man die Miete stunden kann, heißt es ja nicht, ich muss sie nicht bezahlen oder ich zahle jetzt nur 60%, weil ich ja auch für 60% Lohn bekomme. Ja. Das wird uns noch ganz schön beuteln, die nächsten Monate und Jahre. Ja, Ulrich? Ich habe da gerade eine Idee. Vielleicht wäre das zu überlegen.
Wir haben doch da dieses schöne Parteibüro in Mettingen. Wo Diana aus Esslingen kommt. Ja. Könnte ja auch sein. Man könnte doch mal überlegen, ob man da, meinetwegen einmal im Monat, irgendwie so einen Termin ausmacht, wo man sich mit Mietern, die eine Initiative gründen wollen oder die vielleicht einzelne Fragen haben, wo man da einfach so eine Art Begleitung einrichtet, wo auch die Stuttgarter hinkommen könnten, meiner Meinung nach. Sollte man sich vielleicht mal überlegen. So, meinst du so als Beratung? Oder wie? Nicht als Beratung, das ist zu weit gegriffen schon. Mhm. Aber so als Hilfe zur Selbsthilfe. Als Begleitung einfach. Ja. Wenn jemand eine Initiative gründen möchte und wir das publik machen, wir haben einmal im Monat oder wie oft auch immer, bieten wir das an, unsere Erfahrungen mitzuteilen, dann denke ich mal, wäre das Büro doch eine interessante Adresse. Ja, ich weiß nicht, ist im Prinzip gut, aber ich glaube, wenn man jetzt ohne Anlass das macht, bin ich mir nicht sicher, ob da Leute, also meine Erfahrung ist, es braucht, egal welche Wohnungsgesellschaft, es braucht immer einen konkreten Anlass, damit sich Leute dann, also zumindest gemeinsam, jetzt ist es vielleicht schon so, dass manche, oder ich weiß nicht, wie weit es jetzt verbreitet ist, wenn jetzt die Einkommen, also durch Kurzarbeit und so, zurückgehen, aber das ist ja trotzdem sehr unterschiedlich, wie sich gerade die Einkommen gerade so entwickeln, obwohl viele betroffen sind. Mhm. Aber ein guter Zeitpunkt ist halt, wenn zum Beispiel die Vonovia die Miete erhöht oder wenn Betriebskostenabrechnungen kommen oder ich weiß nicht, wie das ist bei dieser, ihr habt ja auch eine städtische Wohnung, also wir zum Beispiel in Stuttgart ist es jetzt so, wir wissen jetzt schon, dass die städtische Wohnungsgesellschaft in 2022 die Mieten erhöhen will. Mhm. Und da bereiten wir jetzt schon eine Kampagne vor. Und da haben wir jetzt auch schon Flugblätter verteilt und eine Veranstaltung gemacht. Und die Mieterinitiative wird jetzt dann im März da nachlegen. Wir kennen die Termine, wann das wo beschlossen wird, weil auch jemand im Aufsichtsrat sitzt von der Linken, von dieser SWSG. Und also unser Ziel ist, diese Mieterhöhung zu verhindern. Und da hast du dann irgendwie natürlich, also die Mietinitiative gibt es ja schon, aber wenn man jetzt in neue Gesellschaften rein will oder halt die Mieter in einem anderen Stadtteil neu organisieren will, dann ist es immer gut, man kennt jemanden, man kennt die Probleme und man hat einen Ansatz oder so. Ja, man kann es mal probieren. Man kann ja einfach mal das im Blickfeld haben und mal überlegen, was mache ich da draus. Ja. Man könnte auf jeden Fall eine Sprechstunde einmal im Monat anbieten. Allerdings als Mitarbeitervertreter meiner Einrichtung kann ich sagen, die Kolleginnen kommen dann, wenn sie ein Problem haben und nicht unbedingt dann, wenn ich eine Sprechstunde anbiete. Von daher lieber Telefon oder E-Mail und dann gucken wir vor Ort. In Esslingen hatten wir schon zweimal den Miethai, ist 4 Meter groß und ungefähr genauso breit. Steht drauf, Miethai zu Fischstäbchen. Das war relativ gut besucht auch und man kam ins Gespräch. Mal gucken, ob wir ihn am 27. März, wenn es den nächsten internationalen Housing Day gibt, wieder haben können. Auch um vor Ort ins Gespräch zu kommen, sichtbar zu sein, hörbar zu sein. Und auch da hatten wir den Mieterbund als Redner da, der letztendlich seine Tätigkeit schon auch darin, glaube ich, sieht, so das große Allgemeine im Blick zu halten und zu gucken, was kann man denn tun? Wie kann man beispielsweise Kommunen auch beim Mietspiegel unterstützen? Wie muss ein qualifizierter Mietspiegel aussehen? Welche Rechte habe ich als Mieter? Es ist, glaube ich, ein starker Bündnispartner, den man nicht unterschätzen darf. Das ist vielleicht unterschiedlich. Also wir haben jetzt leider das Problem, dass der Mieterverein in Stuttgart, der dafür ist, dass die Mieten bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft angehoben werden. Mhm. Und auch bei der Vonovia ist es so, dass, also jetzt zum Beispiel da bei der Friedhofstraße, da haben wir ja durch den Widerstand erreicht, dass nach der Modernisierung diese Mieterhöhungen nur oder weniger als halb so hoch waren wie vorher angekündigt, was eben auch zeigt, dass Widerstand sich lohnt. Aber jetzt gibt es da in dem Haus also 18 Mieter, die auch nicht mit der Mieterhöhung einverstanden sind. Und durch diese bundesweite Vernetzung
ist eigentlich der Stand der, dass wir auch der Meinung sind, dass diese Mieterhöhung nicht rechtens ist. Mhm. Und die gehen jetzt dagegen auch vor. Und der Mieterverein sieht es aber, also die ziehen da zum Beispiel nicht mit, die sehen das anders. Also die sind da schon mehr so kompromissbereit und sind halt auch sehr, also letzten Endes ja von der SPD politisch kontrolliert, kann man sagen. Mhm. Also der viele, die da in der Führung sind, sind ja auch in der SPD. Und von daher, also es ist schon so, dass man, wir sind eigentlich der Meinung schon, dass die mit uns zusammenarbeiten sollten, aber das ist nicht so einfach, weil die eben, ich glaube, die sind der Meinung, wir würden zu weit gehen und würden, ja, wir wären zu radikal oder so. Und die wollen das halt eher gemäßigter. Und aber mit gemäßigt kommt man immer weiter, weil die Probleme sind so dramatisch inzwischen. Und wenn jetzt Leute schon 40% oder also die Normalverdiener schon für die Miete ausgeben und Geringverdiener noch mehr, und es wird jetzt immer noch größer, da dieser Widerspruch zwischen Einkommen und Miete, dann wenn sich das immer weiter zuspitzt, dann muss man eigentlich schon wirklich darauf hinarbeiten, da einen Aufstand der Miete hinzukriegen, auch bundesweit. Und da denke ich, dass jetzt auch das Volksbegehren in Berlin da auch nochmal so bundesweit einen Schub gibt. Und dann gibt es ja diesen Housing Action Day am 27.03. Das ist jetzt natürlich auch nicht so einfach unter Corona-Bedingungen, da was hinzukriegen. Aber trotzdem denke ich, es wird weitergehen. Wichtig finde ich eigentlich so von uns aus, dass wir die Gewerkschaften da mehr in die Pflicht nehmen da. Und da bietet sich ja auch an, zum Beispiel gerade für diese Wohnungsgesellschaften, da sind ja bei der Vonovia ist es ja auch so, dass die Löhne sehr schlecht sind. Mhm. Ich glaube, die haben die größte Differenz zwischen dem, was die Vorstände verdienen und was ein normaler, die Differenz ist 117, also der Buch verdient 117 mal mehr als der Durchschnitt der Vonovia-Beschäftigten. Die haben keine Tarifverträge, auch diese Objektbetreuer oder wie die heißen sind, also haben schlechte Arbeitsbedingungen. Und da finde ich, wäre oder die Gewerkschaften gefordert, da in diese Enteignungskampagne mit einzusteigen, weil auch die Mitarbeiter haben ein Interesse dran an so einer Enteignung, weil die unter Bedingungen arbeiten, die eigentlich ja letzten Endes auch nur dazu dienen, die Profite zu maximieren. Also, und das kann es ja auch nicht sein. Also ich bin schon der Meinung, die brauchen mindestens Tariflohn und ordentliche Arbeitsbedingungen, und dafür könnte ja Verdi dann auch eigentlich streiken und das verbinden mit der Forderung nach Enteignung. Also die LEG, bei der LEG läuft jetzt, glaube ich, sogar ein Streik. Ich habe es nicht genau verfolgt, und da könnte man das auch besser verbinden, weil die LEG gehört ja auch zu diesen großen Wohnungsgesellschaften und gehört in Berlin bestimmt auch zu denen, die dann von Enteignung betroffen werden. Also da finde ich, müsste man, die Gewerkschaften müssten da an der Mietenfrage eigentlich viel mehr machen, auch in der Tarifrunde, also dass man zumindest in den großen Städten so Großstadtzulagen fordert. Mhm. Wenn die Mieten so steigen, dann müssen auch die Löhne entsprechend sein, weil, also das ist ja ehrlich, kein Sozialarbeiter, keine Krankenschwester, Erzieherin, die können sich solche Mieten in der Stadt nicht leisten. Also, und die sind ja total wichtig für die Bevölkerung. Und die Stadt jammert drum, dass sie keine Erzieherungen kriegt und keine Krankenpflege. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die keine Wohnungen haben. Und sogar die Stadt Stuttgart hat sogar ihre Personalwohnungen noch verkauft. Ja. Für die Klinikumsbeschäftigten. In Esslingen gibt es da eine Kehrtwende, zumindest bei den Medius-Kliniken, die jetzt wieder bauen. Nachdem man festgestellt hat, wirklich schwierig Personal zu bekommen, wenn das nicht auch wohnen kann. Ja. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Wo in bauen die dann? Oben in Ruhig, glaube ich. Haben die da Gelände gekriegt von der Stadt? Oder das sind ja drei Kliniken, die Medius-Kliniken okay. in Kirchheim. Aber Privatklinik, in Ruhig, nein, in kommunaler Hand. Ah, okay. Ja. Ach, und die bauen jetzt Personalwohnungen. Ja. Interessant. Ja. In München ist es wohl schon lange so, dass du keine Pflegekräfte bekommst als Klinik, wenn du nicht auch Wohnraum zur Verfügung stellst. Von daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die letzte Klinik draufkommt, dass man an der Stelle was machen muss. Da sind wir dann bei den Mini-Apartments
Und die Frage ist, haben wir gesellschaftlich ein Interesse daran, dass jeder eine kleine Schuhschachtel bekommt, um dann dort drin wohnen zu können, oder muss man es ein bisschen größer denken? Aha, genau, das sind ja nur so Apartments, die sie da bauen, ja. Und diese Mini-Apartments sind dann letztendlich noch nicht mal irgendwie Mietspiegel gebunden, weil unter 30 Quadratmeter. Also da sind wir jetzt nicht beim Thema Klinikum, aber letztendlich dann schon auch bei der Kommune und was man hier so alles bauen kann, beispielsweise auf dem Bahnhofsvorplatz. Ja, das ist, ja, ich finde, da muss man Druck aufbauen. Heute steht da in der Stuttgarter Zeitung wieder in Feuerbach, da hat die Stadt einen Bauplatz, da sollen jetzt wohl Eigentumshäuser gebaut werden. Also warum muss die Stadt eigene Gelände verkaufen, damit da Einfamilienhäuser entstehen, oder? Und dann aber rumjammern, es gäbe keine Mietwohnungen, keine bezahlbaren. Also das ist doch ein Widerspruch. Aber da zeigt sich halt die ganze Verlogenheit von der Politik, halt in der Propaganda zu sagen, ja, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und so, aber in der Praxis machen sie mit ihrer Politik eigentlich genau das Gegenteil. Sie vernichten sogar noch den bezahlbaren Wohnraum, den es gerade gibt, durch Gentrifizierung. Ja. Dafür kommen die Stuttgarter dann zu uns, weil hier ist es ja noch bezahlbar. Unsere Esslingerinnen, wenn die umziehen wollen, gehen dann nach Ostfildern, weil da ist die Miete 15% niedriger. Ja. Also bezahlbar. Und die aus Ostfildern, weiß ich nicht, die gehen dann vielleicht ins Lenninger Tal, weil dort die Miete noch bezahlbar ist und irgendwann ist der Großraum dann halt kurz vor Ulm, wie auch immer. Ja, und dann erzeugt man auch neue Verkehrsströme wieder, dass die Leute dann noch weiter haben zum Arbeitsplatz und dann braucht man wieder, dann braucht man diese, wie heißt die Auffahrt, die sie da jetzt bauen wollen, da diese bei Obereichen, dann muss man da wieder sechsspurig ausbauen, was da geplant ist. Und dann braucht man den Nordostring, weil man den ganzen Verkehr, dann schaffen sie wieder neue Argumente dafür, dass man mehr Straßen braucht. Ja. Und ja, und so geht es immer weiter. Und das ist halt, ja, das ist Kapitalismus. Und da, und so funktioniert es natürlich auch nicht. Da hängen die Sachen ja zusammen mit der Klimakatastrophe. Also auch diese Bauerei, anstatt das erstmal zu nutzen, was man hat und wie gesagt den Leerstand zu belegen oder Häuser abzureißen, ja, das geht eigentlich unter heutigen Bedingungen gar nicht mehr, weil graue Energie vernichtet wird und mit Beton gebaut wird und Beton ja total viel CO2, also die Produktion von Beton sehr viel CO2 verbraucht und ja, und damit, ja, letzten Endes werden sie diese Ziele, die sie sich da gesetzt haben, 1,5 Grad Ziel, das werden sie nicht erreichen mit der ganzen Politik. Läuft alles in die andere Richtung. Jo. Also so können wir jetzt die Sendung nicht beenden. So können wir die Sendung, also genau. Ja, genau, wir sind die Linke und wir kämpfen für eine andere Gesellschaft und wir fordern alle auf mitzumachen, wir müssen die Welt verändern und wir brauchen mehr Mitstreiter, oder? Und Mitstreiterinnen. Ja, das war gut. Gemeinsam. Stimme ich zu. Gemeinsam. Ja, und letztendlich auch auf Bundesebene zeichnet sich die Linke ja durchaus nicht unbedingt dadurch aus, dass sie die Welt verändert, aber dass sie ganz viele kleine Anfragen stellt, dass ganz viel, was nicht koscher ist, rauskommt. Fabio De Masi, ich finde es ja toll, dass er quasi ganz alleine diesen Wirecard-Skandal verfolgt und ich glaube, noch jahrelang damit beschäftigt sein wird, bis da alles aufgeklärt ist. Sowas würde ich mir für Baden-Württemberg auch wünschen und deswegen am 14. März die Linke wählen. Da wir eine kleine Partei sind, die keine Spenden nehmen, von der Wirtschaft gibt es von uns nur kleine Plakate, nicht so große wie von den anderen. Wir kommen in den Medien nicht so oft vor, weil wir uns auch nicht unbedingt die großen Zeitungsannoncen leisten können. Aber es gibt uns, wir kämpfen mit ganz viel Engagement, ehrenamtlich. Und wenn ihr ein paar Kröten übrig habt, lasst sie zu uns wandern. Wir blenden auch gerne unser Spendenkonto ein, denn gemeinsam können wir viel erreichen. Wir sind für euch da, wenn es darum geht, zu mobilisieren, zu organisieren, außerparlamentarisch die Themen voranzutreiben und gerne auch im Parlament dann ab dem 14. März
herzlichen Dank an der Stelle und einen schönen Abend. Empfehlt uns weiter, guckt immer wieder gerne auf dem Kanal vorbei. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen per E-Mail, man findet uns im Internet, scheut euch nicht zu stellen und ansonsten bis unlängst. Bye bye. Tschüss.